Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ach, du bist echt hart. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Folge mir, nicht stehen bleiben. Security, Platz machen! Wir haben eine echte Schatzkrone gefunden, den legendären Bunkerkomplex D6. Riesige Lager gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Aber D6 wurde von Sparta eingenommen und besetzt. Die korrupten... Herr Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Aufzug! Zum Teufel! Zwei Gefangene haben die Wachen ermordet und sind getürmt! Was zum Teufel? Scheiße! Bist du okay? Halte durch, Aktion! Halte durch! Da, du Miststück! Auf den Boden! Auf den Boden, du Miststück! Ich erinnere mich! Nicht schießen! Halte durch, Aktion! Halte durch! Nur noch etwas länger, Bill! Mister! Mach sie kalt! Da sind sie! Haltet sie auf! Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Oh, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Woanders können wir nicht hin, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel? Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße! Eine Sackgasse. Festhalten! Puh! Endstation, was? Tja, nützt ja nichts. Von hier an müssen... gehen. Mir nach. Okay, ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben.
Tja, wir sind jedoch noch auf Reisboden. Da ist Vorsicht geboten. Hoppla, ein Rohr. Komm her, Artyom. Hier, Kumpel. Artyom, komm mal her. Die Revolution wartet nicht auf Einzelne, oder? Komm her, Artyom. Artyom, komm mal her. Die Revolution wartet nicht auf Einzelne, oder? Komm her, Artyom. Die Revolution wartet nicht auf Einzelne, oder? Komm her, Artyom! Artyom, komm mal her! Die Revolution wartet nicht auf Einzelne, oder? Okay, hilf mir mal hier hoch! Gut. Okay, warte hier, während ich mich umschaue. Hey! Ein Spion! Schnapp ihn auf! Ein echter Ninja! Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Achtung, zweiter Wachposten. Überprüfen Sie Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Ratte in den Schächten. Bleiben Sie aufmerksam. Es könnte noch mehr da sein. Verstanden. Überprüfe das. Ende. Was für eine verdammte Scheiße. Eine Kommunistin-Ratte ist in unseren Tunnels gefunden worden. Stimmt. Wer weiß, wie viele von diesen Bastarden sonst noch in den Schatten lauern. Alles, was ich weiß, ist, dass wir sie besser finden sollten. Siehst du was? Überprüfen wir die Sackgasse, wo wir schon mal dabei sind. Nur um sicher zu gehen. Thank you.
Ah, das ist verdammt guter Tee. Das echte Zeug von der Messe. Bin froh, dass diese Station ihren Scheiß auf die Reihe bekommen hat. Das halbe Jahr ohne Teelieferung war echt schlimm. Die haben ihren Kampf gegen die Schwarzen also gewonnen. Da kannst du einen drauf lassen. Das waren nicht einmal Menschen, oder? Irgendwelche Monster? Ja. Hey Jungs, Goldkämpfer, Adler, wo seid ihr? Wie die sich vermehrt haben, weiß keiner. Schwarze Augen ohne Weiß. Unwinklich so eine Angeschlagen. Vermutlich haben sie sich irgendwo... Du bist auf der Stelle vor Schmerz gestorben. Wer ist uns auf Wiedersehen? Verdammt nochmal! Mutanten machen immer Ärger. Nimm mir Geld. Was ist aus als Deutsch? Was soll das? Verdammte Scheiße! Verstanden. Überprüfen das. Ende. Was für eine verdammte Scheiße. Eine Kommunistenratte ist in unseren Tunnels gefunden worden. Um den mache ich mir keine Sorgen. Stimmt. Wer weiß, wie viele von diesen Bastarden sonst noch in den Schatten lauern. Alles, was ich weiß, ist, dass wir sie besser finden sollten. Siehst du was? Überprüfen wir die Sackgasse, wo wir schon mal dabei sind. Nur um sicher zu gehen.
Was soll... Hey, wer ist da? Hab ich mir wohl nur... Neues Magazin! Mist! Das ist verdammt guter Tee. Das ist kein Zeug von der Messe. Bin froh, dass diese verzichtenden Schätze viel eingekommen haben. Das halbe Jahr ohne Teelieferung war echt schlimm. Die haben ihren Kampf gegen die Schwarzen also gewonnen. Da kannst du einen drauf lassen. Das waren nicht einmal Menschen, oder? Irgendwelche Monster? Ja. Butterfleisch. Hey, Jungs! Gold! Ja. Das keine Geschichte. Wie die sich vermehrt haben, was? Augen ohne Weiß. Und wenn dich so ein Mordlich an der sich irgendwas versteckt, bringt dich auf der Stelle vor Schmerz gestorben. Und auf Wiedersehen. Mutanten machen immer Ärger. Nimm Mikael von der Beloruskaya. Da gibt es diesen Puff, der verknallte sich in einen der Nutten. Fing mit Heiraten und so einer Scheiße an. Vermutlich, um ein paar Freinummern zu bekommen. Und eines Tages tauchte das blöde Miststück an einem unserer Grenzposten auf, um nach Mikael zu suchen. Und? Tja, sie sah gut aus und alles, aber sie hatte einen Schwanz. Alle Huren haben einen Pferdeschwanz. Nein, ein echter Schwanz, aber ein kleiner, wie bei einem Hundewelpen. Die bemerkten das, als sie am Filtrationslager ihre Maße nahmen. Und Mikael hat das nie bemerkt? Das hat der Hauptsturmführer gesagt. Er sagte zu Mikael, sie sind eine Schande für ihre Uniform. Sie werden diese Nutte bestrafen oder am nächsten Morgen neben ihr hängen. Die Nutte bettelte Mikael an. Ich liebe dich, töte mich nicht. Aber was soll man da schon machen? Mikael schlug das Mädchen mit einem Besenstiel zu Tode und kam mit einer Rüge davon. Scheiße. Von jetzt an werde ich immer zuerst nach Schwänzen Ausschau halten. Was? Ich ergebe mich, hörst du? Ich gebe auf! Sollen die Obermods es doch auskämpfen, mir reicht's! Ha ha ha.
Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen.